auf. Oh nein, ich wollte eigentlich ein Foto machen. Ständig, wenn man mit mir unterwegs ist. Alle Leute gucken und manche sagen sogar Selfies. Wie fange ich immer an? Meine Videos. Hallo Leute. Genau. Hallo Leute und willkommen in Lissabon. Meine Freundin und ich, der Freundin Ellie und ich, Alessia, wir laufen jetzt mit der Straße. Wir sind in Lissabon über eine Woche. Freunde überall. Alle wollen in die Kamera winken. Und jetzt, heute gehen wir zum Strand. Oh mein Gott, perfektes Timing, yeah! Das war die Tram, die ja auch so typisch portugiesisch ist. Und so ein Bus, die es überall gibt. Man kann hier in Lissabon auch super viel sehen. Man kann einfach nur rumlaufen den ganzen Tag. Ohne so einen wirklichen Plan. Also wir sind jetzt bis Belém gefahren, weil wir eigentlich zum Strand wollten. Und dann gibt es ja so viele coole Sachen. Aber jetzt denke ich mal, gehen wir zum Strand. Vielleicht holen wir uns noch ein Eis. Hello again. Man muss doch hier, gell? Achso. Wir zwei haben uns fertig gemacht, nachdem wir heute am Strand waren. Ich weiß nicht, wie viel ich aufgenommen habe. Es war so windig, man hat wahrscheinlich eh nichts gehört. Wir gehen jetzt was essen. Und wo, wissen wir auch noch nicht genau? Ja, irgendwo in der Nähe von dieser pinken Straße, die so hübsch aussieht. Jetzt ist schon Tag Nummer 3. Okay. Guck mal, was für eine coole Wand wir gerade waren. Heute war ein ganz faulenziger Tag. Wir haben einfach gar nichts gemacht. Muss auch mal sein. Obwohl, ich muss sagen, ich habe sogar ein Video geschnitten. Ja, ich habe mir Arbeit mitgenommen. Das ist die beautiful Ellie. Wir gehen jetzt nochmal in die Stadt. Wir gehen was essen. Wir haben sogar gefunden, also beziehungsweise Elena hat gefunden, dass es sogar ein Sephora gibt. Oder beziehungsweise nur so einen kleinen Stand von Sephora. Und da wollen wir mal auf jeden Fall vorbeigehen zusammen, wir zwei Make-up-Junkies. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter, weil hier riecht es komisch. Oh.
Das ist einfach so live für YouTuber. Also, wir sind jetzt was essen. Wir waren eben shoppen. Wieder, ja, wieder. Und jetzt sind wir was essen und wir wollten gerade anstoßen. Und die Ellen hat gerade gesagt, so einen coolen Spruch, den ich nicht verstehe, obwohl ich schon seit 2 Jahren in Lörrach wohne, auf Alemannisch. Wie heißt er nochmal? Warte. So jung können wir mal gemietet sein. Übersetzt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das klingt gut. Also, stoßen wir darauf an. So jung können wir nicht mehr zusammen. So jung kommen wir. Ich versuche mein Bestes. So jung können wir nicht mehr zusammen. Kann das jemand von euch nachsprechen? Was ist das? Und warum? Oh mein Gott. So jung können wir nicht mehr zusammen. Freunde, das ist Alemannisch. So jung kann man nicht mehr zusammen. Das muss man aber schnell sagen, sonst ist es nicht cool. So jung kann man nicht mehr zusammen. Jetzt war gut, oder? Perfekt. Kein Alemannisch. Ich hoffe, man hört irgendwas. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Tag 4. Wir schlafen immer länger. Wir sind richtig entspannt, sind richtig im Urlaub angekommen. Alles wunderbar. Wir haben jetzt Frühstück übersprungen und machen gleich Mittagessen. Genau, essen gleich zu Mittag. Haben heute die Elena hat was Schönes im Internet rausgefunden und dann sind wir hierher gelaufen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich habe mir einen Salat bestellt und die Ellie hat sich einen Burger bestellt. Und heute fahren wir in eine Stadt, machen eine Stadtbesichtigung. Und die Stadt heißt Sintra. Ich bin eigentlich viel zu müde, um irgendwas zu erzählen. Ja, manchmal schläft man auch zu lange und dann hat man so dicke Augen. Ja. Drauf. Wir sind jetzt in Sintra angekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig ausspreche. Wir sind ausgestiegen und es fühlt sich an, als ob wir auf einmal in einem anderen Land sind und überhaupt keine Ahnung wo. Wir sind fast eingefroren, aber wir sind an einem Märchenschloss angekommen. Es ist hier eigentlich alles super schön. Alles. Aber guckt euch mal das an. Also Leute, ihr wisst ja alle so sehr, wie ich Wasser liebe, nicht? Da. Wir stehen vor dem nächsten Hindernis und wir laufen jetzt rüber. Die eine ist schon gelaufen. Oh Gott. Und es ist einfach stockdunkel. Du bist gleich in Höhlenbruch. Horrorfilm. Oh. Ist da jemand? Ja klar, wollen wir da reinlaufen. Oh Gott. What a question. Was ist das? Das ist das Licht der Augenringe. Kommen wir der geheimen Tür. Wenn ich so voll fasziniert bin, dann flüstere ich, um nicht die Energie kaputt zu machen. Aber sie wurde schon kaputt gemacht. What's this? Sorry. What's this? Hier ist noch eine Tür. Schade. Leider zu. Das ist eine Tür für kleine Menschen. Früher waren die Menschen ganz klein. Und ja, früher waren die Menschen Hobbit.
Ja, das war früher so ein Café mit der Spezialität, die zu der Zeit entstanden ist. Die heißt... Was meinst du? Pastedenata? Pastedenata. Oder so? Oder so. Hier wurde das früher gegessen. Mit Kaffee, mit Milch. Fertig. Touristenprobleme. Wo sind wir? Da. Wir wollten dahin. Oh, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Und wo sind wir ganz losgelaufen? Da. Da. Ja, das ist so ein Park. Wir haben 6 Euro Eintritt bezahlt und sehen jetzt ganz viele tolle Sachen. Und vor allem wollen wir hierher. Und dieser Park hier heißt Kinder da Regal. So, heißt der Park. Und wir waren hier ja gestern auch zum Mittagessen. Ich decke mir selber hin. Danke. Wir haben hier gestern ja Mittag gegessen. Und heute sind wir jetzt zum Brunch, wie gesagt, weil es ist mega günstig. Ihr werdet gleich sehen, was alles dabei ist. Und es ist auch eine absolute Empfehlung. Ich wollte euch was erzählen, und zwar, wir sitzen gerade in einem Auto, in Portugal in einem Auto, aber nicht in unserem, sondern in einem Uber. Und viele von euch kennen das bestimmt, das ist, ich weiß gar nicht, also es ist eine App, man gibt ein, wo man ist und wohin man möchte. Ich bin nicht nackt, ich habe ein Oberteil an. Und da kommt dann ein Mensch, der privat mit seinem privaten Auto rumfährt, holt einen ab und bringt einen dahin, wo man hin will. Der Unterschied ist, dass es einfach tausendmal günstiger ist als ein Taxi. Und die Leute sind voll nett und fahren einen auch kurze Strecken, wo man dann echt nur 2 oder 3 Euro bezahlt. Und die sind so süß hier, die bieten uns an, ob wir unser Handy aufladen wollen, was trinken wollen oder ob wir ein Bonbon wollen. So süß. Und das ist halt mega praktisch, weil wir sind auch schon viel gelaufen, was auch cool ist, aber manchmal ist es halt auch so ein bisschen verwirrend mit den ganzen kleinen Gässchen und so. Da findet man sich nicht immer super schnell zurecht. Auf den steilen Bergen. Ja, und wir wollen halt auch keine Zeit verlieren mehr, weil es ist nicht mehr so ewig lang hier. Und ja, und entweder laufen wir 20 Minuten oder länger, wenn wir uns verlaufen, oder wir fahren eben 5 Minuten und zahlen 2 Euro. Also super cool. Empfehle ich euch auch mal auszuprobieren. Ich will auch mal schauen, ob ich das vielleicht... In Deutschland wird es auch angeboten, das weiß ich. Aber ich glaube nur in großen Städten. Aber sonst, wenn man so im Urlaub unterwegs ist, ist es echt super praktisch. Und jetzt sind wir auf so einem Markt und alle gucken mich wieder an, weil ich filme. Oh Mann. Irgendwann wird es total normal sein, weil viele vloggen werden. Ich wette. Ja, irgendwann gehört es einfach dazu. Also wir sind auf so einem Flohmarkt, der auch berühmt bekannt ist. Haben wir auch im Internet gefunden. Und wir schauen uns jetzt hier um. Das sind solche Sachen, wo ich später, wenn ich das Video schneide, mir denke, warum? Damals mit solchen Handys, was noch Vorteil ist, haben die Leute nicht stundenlang dran gehockt und waren nicht mehr ansprechbar. Konnte man nichts machen außer Snake spielen.
jetzt fast den ganzen Markt wahrscheinlich abgelaufen. War viel Ramsch dabei, aber auch coole Sachen. Eigentlich so ähnlich wie auf jedem Flohmarkt. Dann haben wir uns noch mit Ellie zusammen so Ketten gekauft von so Mädels, die sie selber machen. Solche. Super cool aus. Und dann hat die Ellie sich noch ein super schönes Armband gekauft. Zeig mal. Dieses. Sehr schön. Stepping into the club now. I know you notice me. Wanna be your medal. First prize, although you cheat. Let's turn the lights up. Ist die Kamera gleich irgendwo hängen bleiben? Weil das so eng ist. Your head's in the blur, cause of me. You're right where I want you to be. I got you locked up in my cage. Wrapped around my fingertip, you're making this too easy. Try to grab me by the hip, I'll slip out of your grip. Let's take the back door. Ich sitze jetzt wieder im Uber und wir fahren zum Fußballspiel. Ich als größter Fußballfan nicht. Ja, wir essen dann mal wieder was. Also in diesem Vlog, glaube ich, ich habe noch nie so viel Essen gefilmt wie dieses Mal. Aber ist vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung. Okay, also viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Es sind nur noch 2 Tage. Morgen gehen wir an den Strand. Und übermorgen auch. Und dann geht's schon nach Hause. Also schauen wir mal, was ich noch so zusammenbekomme für euch zum Filmen. Aber wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich riesig über Daumen nach oben und natürlich auch über eure Kommentare. Das hilft mir immer sehr. Und ja, ist irgendwie auch schön, so Feedback zu bekommen. Hallo Leute! Und herzlich willkommen zum vorletzten Tag. Wir sitzen schon wieder im Uber, ganz fancy, schmancy. Schon die Volt-Profis im Uber fahren. Viel Spaß und guten Appetit.